Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schminken wir uns mit ein paar Neuheiten, die ich hier habe. Also es sind nicht unbedingt Neuheiten, aber Neuzugänge. Und zwar von Look Fantastic hauptsächlich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe nämlich dort bestellt und da gab es dann auch für Umme mit dazu so eine Beautybox und die möchte ich gerne in diesem Video verlosen. Die haben manchmal so Aktionen, ne? Dass man entweder eine Beautybox dazu bekommt oder, keine Ahnung, irgendwelche sonstigen Sachen. Dass man halt da Goodies auch im Warenkorb tauchen, die auf und dann kannst du die reinpacken. Und genau, das hier verlose ich in diesem Video. Alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Schau gerne mal rein, ne? Und hier sind die Produkte dann auch zu sehen. Einmal von Balance Me habe ich hier was drin. Das ist ein BHA Concentrate, eine Body Lotion von Ahava. Dann von unserem Freund Avant habe ich hier ein Primer, diesen Kollagen Primer. Von Nails Inc. ein Nagellack, ein wunderschöner Pinsel von Luvia. Das ist dieser Highlighter-Pinsel, den habe ich auch schon, der ist sehr schön. Und ein sehr hochpreisiges Produkt von SVR. Das ist eine Augencreme, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Diese hier ist das. Und ja, wie gesagt, alles, was du dafür, genau, für die irritierten Augenlider könnte das ganz gut sein, steht hier drauf. Alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Ihr könnt auch immer mit meinem Code CLAUDIWELT, das ist mein Code bei Look Fantastic, den maximalen Rabatt auf die Produkte, die ich euch so zeige, auch bekommen. Ne? Also das ist ein Code nur für euch. Solltet ihr die Produkte nachkaufen wollen, könnt ihr das gerne über die Links in der Infobox machen. Da bekomme ich eine kleine Provision. Und ich starte mit einem Produkt von Revolution. Die hauen jetzt in letzter Zeit doch relativ viele Neuheiten raus. Ne? Und hier habe ich so einen Primer. Ja, einfach so einen Primer, einen Balm Primer. An wen erinnert uns das? Ne? Könnt ihr gerne in den Kommentaren spekulieren. Hier haben wir 12 Gramm drin und ja, das ist halt einfach ein Balm. Ich bin mal gespannt, ob man den halt so komplett aufs Gesicht tragen kann. Ich versuche das jetzt mal mit den Fingern, dass ich da auch ein Gefühl für bekomme. Das ist wirklich wie so ein Balsam halt, ne? Und den trage ich mir jetzt einfach mal dann direkt auf. Okay, der ist so porenverfeinernd. Das heißt, hier bekomme ich dann so eine mattierte Geschichte. Ich hoffe, dass der nicht dazu führt, dass irgendwas dann in meinem Gesicht krümmelt, weil das ist immer so meine Befürchtung bei solchen Konsistenzen. Theoretisch bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt einen Primer, weil ich eine gute Hautpflege drauf habe, aber ich verwende jetzt trotzdem einfach mal einen. Verträgt sich eigentlich soweit so gut auch mit der Sonnencreme. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Dass wenn man was aufträgt, dass man sich dann nicht so sicher ist, ob das so funktioniert. Ich habe jetzt die von Dalton drauf. Seid gespannt, es dauert nicht mehr lange. Da fliege ich ja mit ein paar Kolleginnen von mir, da freue ich mich auch richtig drauf, mit Melly und mit Nicole und mit Amelie nach Kreta und mit einigen Instagrammern und so. Und da werden wir natürlich auch einen Special Code haben. Also ne, schaut gerne schon mal vorbei, wenn ihr mögt. Ja, es gibt auch noch einen weiteren Balm von Revolution, aber das ist Revolution Pro, also die Schwester quasi. Und da habe ich mir hier so einen Abschminkbalm gekauft. Ja, Miracle Cleansing Balm. Das ist dieser hier. Da sind 100 Gramm drin. Der wird jetzt auch demnächst dann mal getestet werden und dann kann ich euch auch meine Review dazu geben. Ist jetzt hier im Video gerade ein bisschen schwierig. Achso, der ist auch noch richtig verklebt. Dann lasse ich den jetzt auch erstmal so und man hat dann auch noch so ein Tüchlein mit dabei. Ne? Da müssen wir mal gucken, wie so die Reinigungswirkung sein wird. Und jetzt verwende ich eine Foundation. Die musste ich schon im Vorfeld ordentlich schütteln und diesen ja, Tropfauslass dran montieren, denn das kam halt so separat voneinander. Das ist von Perricone MD. No Makeup Foundation Serum habe ich in Porcelain und die läuft auch wirklich nur, also die läuft nicht lange, ne? Bis Oktober ist die nur haltbar. Das heißt, das ist, ja, muss man zusehen. Ich weiß nicht, ist es Naturkosmetik oder so? Gar keine Ahnung. Ja, wird jetzt auf jeden Fall verwendet. Porcelain sieht es doch relativ dunkel aus, ne? Ich gebe mir jetzt erstmal ein bisschen was auf mein Gesicht und verteile mir das mit einem Pinsel und das soll einen ganz, ganz leichten Effekt geben. Das riecht auch ein bisschen alkoholisch, muss ich sagen. Und leichte Texturen, so im Frühling, Sommer, sind auch voll mein Vibe. Sei denn, ich habe Lust auf so einen richtig krassen Paradiesvogel-Look, dann sieht das manchmal etwas verrückt aus. Es verblendet sich ganz gut und passt auch wohl zu meinem Ton. und ich mag die Deckkraft. Also das ist wirklich eine leichte Geschichte. Ich muss es definitiv gleich nochmal mit dem Schwämmchen einarbeiten und so, ne? Aber ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Es ist ein relativ hochpreisiges Produkt. Das heißt, wenn man sich das kauft, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass man das auch, innerhalb von einem halben Jahr ungefähr aufbrauchen sollte. Sonst wäre es zu schade drum, ne? Ich habe es jetzt irgendwie auch rabattiert bekommen, weil das im Sale drin war. Genau, also schönes Produkt. Auf jeden Fall fühlt sich gar nicht an, als hätte ich irgendwas auf der Haut. Und das finde ich sehr angenehm. Und trotz des eigentlich relativ mattierenden Primers
Sieht so fresh und gesund aus, ne? Ich arbeite das jetzt aber nochmal mit einem feuchten Schwämmchen etwas ein. Und da sollte man dann auch wirklich nur sehr, sehr leicht drüber gehen, weil das ansonsten dann natürlich noch weniger Deckkraft bedeutet, ne? Muss man dann einfach für sich selber entscheiden, wie man das dann machen möchte. Man kann es natürlich jetzt auch direkt mit einem Schwämmchen auftragen oder ja, noch eine Schicht jetzt drüber legen oder so. Soweit, so gut. Meine Haut sieht fantastisch aus, muss ich wirklich sagen. Und jetzt kommt ein Concealer. Das ist ein All-Time-Favorite, ne? Hier Maybelline, der Löscher, aber das ist eine super helle Farbe. Weil letztes Mal hatte ich den in zu dunkel und jetzt habe ich den, glaube ich, in viel zu hell. Ich habe hier die Farbnuance 95. Oha, ja. Kann ich dann wahrscheinlich auch gut verwenden, wenn ich irgendwas Foundation- oder Concealer-technisches habe, was zu dunkel ist, um das aufzuhellen. Oh. Ja, ne, muss man dünn auftragen, wenn man dann wirklich die komplett falsche Farbe sich ausgesucht hat. Aber was soll's. Ja, wir sind hier zum Spaß manchmal, ne? Ein bisschen Lippenpflege verwende ich. Das ist von Lottie London, dieses Oil Slick Produkt in Peachy Cheeks. Das hatte ich auch schon mal euch gezeigt. Das ist einfach ein Lippenöl. Und dann verwende ich aus meinem Project Pen auch meine Puder. Einmal hier dieses Tinted Hydra von by Terry, dieses Rosy Touch. Und mein Freund von Too Faced, ne? Das hat auch mittlerweile schon einen großen Hit the Pen. Dann nehme ich den Pinsel aus dem Look Fantastic Adventskalender und sette damit mein komplettes Gesicht. Was eine nette Base, ne? Dann habe ich jetzt letztens bei Maxim Giacomo im Video gesehen, dass er dieses Puder sehr, sehr gelobt hat. Das ist irgendwie auch angelehnt an ein sehr hochpreisiges Puder von Kiko Silky Glow Baked Bronzer. Ich habe den in der Farbnuance 01 und der schaut so aus. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von diesen Schimmerbronzern. Deswegen bin ich gerade sehr, sehr skeptisch. Aber ich lasse mich ja auch gerne von meinen Kollegen inspirieren. Und schau mal, also ich mache hier mal so ein bisschen, ich glaube, ganz oben drauf ist so ein bisschen Overspray. Ich glaube schon, oh. Das könnte, glaube ich, ganz gut werden, aber es hat halt wirklich diesen Glow mit dabei. Mal schauen. Also, ne, da trage ich mir den jetzt einfach mal so ein bisschen auf. Ich sag mal so, er ist sehr leicht, sehr, sehr leicht. Ich habe den jetzt erstmal nur hier oben so aufgetragen. Aber auch der Schimmer ist eher leicht. Das finde ich gut, ne? Er ist jetzt nicht so mega krass wie jetzt zum Beispiel Benefit der Hoola Glow. Das fand ich zu heftig. Er lässt sich schön verblenden. Ich weiß noch nicht, ob der mich jetzt überzeugen kann, dass ich einen Schimmerbronzer mag. Ne? Da muss ich jetzt noch ein bisschen mit rumspielen, bin ich vollkommen ehrlich. Aber es sieht auf die Entfernung und jetzt so auch im Kameragedönsen richtig, richtig gut aus. Ob ich dann in der Sonne glitzer wie ein Vampir, das sehen wir gleich auch nochmal. Wenn ich dann mal eine Drehpause mache und nach draußen gehe. Aber ist okay. Ist okay, ne? Ich glaube, hundertprozentig vertragen sich übrigens Foundation und Primer nicht unbedingt, weil ich so ein paar trockene Stellen im Gesicht habe, wo sich dann auch gerade irgendwie gefühlt alles ansammelt. Aber es ist halt so, naja, den Bronzer kann man sich anschauen, wenn man es mag, dass es nicht ganz so matt ist. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass die ein oder andere Teint-Geschichte auch solche Produkte all over tragen könnte als Finishing Powder. Nun, dann habe ich jetzt hier die Natasha Denona Glam Face Palette in der Farbnuance Light. Die schaut so aus. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, diese Face Paletten, weil du halt diese beiden Base Produkte hier mit dabei hast. Ne? Da ist immer die Frage, passen die dann auch genau zu deinem Teint? Ich habe es ein bisschen verhüsselt, muss ich mal sagen, weil hier ist ein Cream Blush drin, das hatte ich ganz vergessen, der übrigens sehr, sehr stark ist. Den möchte ich jetzt aber trotzdem gleich auftragen. Oh, hast du einen Schimmer mit drin? Verrückt. Wobei, der ist Cream to Powder und ein richtig krasser Highlighter. Uiuiuiuiui. Ja, und die beiden werden jetzt aufgetragen und sehen hoffentlich fantastisch aus. Wobei, der Ton, der passt schon mal, also die, farbtechnisch passen die beiden richtig gut. Und natürlich mit den Lidschatten wird dann auch noch gleich ein Look geschminkt. So, dann nehme ich mir hier meinen Foundation-Pinsel und gehe erstmal in den Cream Blush rein. Und dann schauen wir mal, wie der so harmoniert. Ich kriege ihn jetzt erstmal noch nicht so aufgetragen. Muss ich ein bisschen mehr den Pinsel aufladen. Dann würde ich es aber erstmal kurz am Handrücken antesten und dann mal drauf machen. Okay, man muss schon derbe ins Pfännchen, ne? Sonst kriegst du da nicht so viel Produkt raus. Meist direkt nie. Trau mich nicht.
Aber auf dem Gesicht ist er richtig schön. Oh. Also nicht so super intensiv. Schön. Doch, mag ich gerne leiden. Und der ist auch direkt, dass er sich dann zettet, ne? Ich glaube, wenn ich den mit einem Schwämmchen auftragen würde, würde ich zu viel Produkt rausnehmen. Da hätte ich jetzt ein bisschen Bedenken, muss ich sagen. Aber es kann sicherlich auch besser funktionieren als mit einem Pinsel jetzt, ne? Aber wie smooth. Also das sieht einfach richtig schön aus. Das ist nicht fleckig oder sonst irgendwas. Also das mag ich tatsächlich vom Ergebnis sehr, sehr gerne leiden. Und dann haben wir ja hier noch den Highlighter drin. Ich glaube, der wird abgehen wie ein Zäpfchen. Dann nehme ich hier von Ebelin auch mal einen etwas sanfteren Highlighter-Pinsel. Oh ja, da geht schon richtig einiges. Mache ich das direkt drauf? Der ist intensiv. Uiuiuiui. Aber richtig schön. Doch, den mag ich gerne. Das ist der Star Glow. Gibt es den auch einzeln? Mega schön. Auch nicht irgendwie grob oder so? Nee, der ist hübsch. Haare hinters Ohr, bitte. Dafür trage ich einen Haarreif. Also das ist ein Highlighter, theoretisch kannst du den vererben, ne? Also das ist, der hält, also der ist so stark, dass er dir ewig halten wird. Deswegen wollte ich das, also das ist krass. Okay, also jetzt mache ich weiter mit Augenbrauen. Da habe ich hier von Kiko auch einen Augenbrauenstift, der erinnert mich auch irgendwie an andere Marken. Ja, und zwar Eyebrow Micro Precision in der Farbnuance 01. So schaut er aus. Wir haben ein Spoolie und einen herausdrehbaren feinen Stift, mit dem wir jetzt unsere Augenbrauen auffüllen können. Ne? Na, das ist mal ein nettes Farbmatch. Richtig cool. Oha, das sieht richtig schön aus. Also mag ich, mag ich, mag ich, mag ich, mag ich. Also ich hoffe, dass es jetzt auch ansatzweise so in der Kamera rüberkommt, wie ich das in der Realität sehe. Die sind unterschiedlich gezeichnet, gar keine Frage, weil sie auch unterschiedlich gewachsen sind. Aber ich finde, meine Augenbrauen sehen heute so schön natürlich aus. Das mag ich richtig gerne leiden. Also macht mich gerade ultra happy. Ne? Freue mich tatsächlich, denn ich habe heute Drehtag, da geht noch einiges. Dann habe ich hier von Catrice meinen Superglue, den verwende ich einfach aktuell und brauche den quasi auf, um meine Augenbrauen zu fixieren. Ich war gerade draußen und es war kein Glitzern festzustellen. Richtig toll. Also ihr seht jetzt auch die Base von Narben mit ein bisschen Sonnenlicht von der Seite. Ich finde, dass es wirklich sehr, sehr gut aussieht, ne? Wie gesagt, der Primer hat vielleicht alles ein bisschen trockener gemacht, als es hätte sein müssen. Aber naja, jetzt trinke ich mir noch einen Schluck Kaffee und dann kommen wir mal zu einem entspannten Augenlook. Ich denke auch, dass ich diese Palette mitnehmen werde, wenn ich nach Kreta fliege, weil das könnte ja eigentlich eine ganz gute Sache sein. Ich habe damit Blush, Highlighter und vielleicht hätte ich sogar den Crease-Ton hier als Bronzer verwenden können. Das werde ich nochmal ausprobieren. Jo, ich starte dann einfach mal mit dem Crease-Ton hier auch. Und den setze ich mir jetzt hier auch schon mal direkt in meine Lidfalte. Ich habe jetzt auch den Concealer einfach als ja, Lidschattenprimer aufgetragen. Oh. Es hat schnell und leicht funktioniert. Wow. Wow. Das ist cool. Gut, Natasha Denona ist auch nicht günstig und hat auch eine ordentliche Quali, gar keine Frage. Aber das ist natürlich sehr simpel, ne? Das ist schon sehr, sehr positiv gerade. Mit Transition, das ist dieser, ja, das sind alles Brauntöne, ne? Den nehme ich mir ein bisschen auf, um das hier nach außen hin eigentlich auszublenden, aber ganz ehrlich, im Prinzip habe ich das ja schon ausgeblendet, weil das sich ja von alleine ausgeblendet hat, aber setze ich da einfach nochmal hin als Übergangsfarbe, wie Transition ja schon sagt, dass es sein möchte. Ist es? Ist noch schöner geworden. Schön. Dann nehme ich Smoke, das ist dieser ganz dunkle Braunton, den möchte ich gerne, man kann es gar nicht abklopfen, hier außen ansetzen. Mach mir damit einfach so einen kleinen, eine kleine Vertiefung, einen kleinen Schatten. Und den Ton setze ich mir auch an den unteren Wimpernkranz. Ich habe ihn hier liegen, deswegen nehme ich jetzt auch den NYX Glitter Glue. Ich weiß nicht, ob ich den gebraucht hätte, aber sicher ist besser. Ich finde das immer ein bisschen. Dadurch mache ich das haltbarer. Es bröselt bei mir dann nichts runter. Und wenn ich jetzt gleich auch noch allerhand Videos drehe, habe ich da auf jeden Fall schon mal so ein bisschen eine Base für mich gemacht. Ja, wir haben hier zwei Schimmertöne. Theoretisch kannst du den Highlighter auch noch mit dazu nehmen. Dann gibt es einmal Inner Corner, Outer Corner und genau dort werde ich die auch entsprechend verwenden. Ich nehme jetzt erstmal den Outer Corner auf. Der ist sehr, sehr hübsch. Das hat auch so einen Peachy-Kupferreflex mit dabei, ne? Den setze ich mir dann hier außen einfach drauf. Oh, Ohrfolie, hallo.
richtig schön, so ungefähr bis zur Pupille. Und dann habe ich hier den Inner Corner Ton, den setze ich mir dann auf meine innere Hälfte. Und ich glaube, der wäre mir persönlich jetzt für den Innenwinkel, also wirklich den Inner Corner, zu dunkel. Das heißt, da setze ich mir dann gleich einfach den Highlighter rein. Abgefahren, abgefahren. Und so habe ich wirklich einen super simplen, edlen Augenlook. Das finde ich wunderschön. Und das harmoniert halt auch sehr gut mit dem Highlighter. Oh. Das ist schön, Leute. Mann, das ist schön. Und hätte ich mich nicht die ganze Zeit verwundert im Spiegel angeguckt, hätte ich den innerhalb von 5 Minuten oder noch weniger fertig gekriegt. Das ist ja so einfach und schnell gewesen. Also eine ganz, ganz tolle Palette. Wirklich. Das ist, ne, nicht oft, dass ich mal sowas empfehle, aber das ist, wenn ihr so meinen Teint habt und so, sehr passend. Und ja, richtig cool. Richtig, richtig, richtig cool. Das ist, also, abgefahren. Einfach abgefahren. Ich freue mich darüber. Und jetzt verwende ich erstmal ein Fixing Spray. Nö, ich verwende einen Eyeliner. Dann nehme ich den Basic Bitch aus dieser Banana Beauty Geschichte. Den hatte ich, habe ich in meinem hier, ne, verwenden Gedönsen, was ich halt so immer verwende. In meiner Schublade unter diesem Tisch. Ich bin gerade einfach so baff. Von einem Nude Look. Ja. Leute, ich habe heute einen richtig guten Make-up-Tag und das freut mich wie Bolle. Kann ich nicht anders sagen, ne? Auch von Kiko habe ich jetzt hier ein Prime and Fix. Also das hätte man theoretisch auch vorher verwenden können als Primer. Das wäre, glaube ich, gar nicht so dumm gewesen. Weil dann hätte ich noch ein bisschen mehr Juiciness reingekriegt und dann halt den Revolution. Na, egal. Habe ich jetzt so gemacht. Also nicht so gemacht. Egal. Genau, 70 Milliliter habe ich hier drin und eine Kugel. Schauen wir mal, wie das jetzt so im Gesicht ist. Okay, ja, nee, es geht. Schon nass. Und es riecht schon intensiv. Ja, aber, ne, lassen wir das Ganze jetzt erstmal so ein bisschen verschmilzen. Unterstützen wir das Ganze mit einem kleinen Schwämmchen. Dann biege ich mir mit meiner Catrice Wimpernzange meine Wimpern zurecht, damit ich richtig schöne Wawa-Woom-Lashes gleich bekomme. Denn ich habe mir die Max Stack Mascara wieder nachbestellt. Meine war leer und ich finde die so klasse. Die hat ein ja, abgefahrenes Bürstchen, was so ein Gummibürstchen ist mit so multidimensionalen Zacken dran. Und die kannst du halt auch wirklich richtig gut schichten. Ne? Also das ist halt das, was die Max Stack Mascara auch so ein bisschen ausmacht. Und jetzt schauen wir uns mal, was sie mit den Wimpern anstellt. Und schauen erstmal ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Das war jetzt auch keine Überraschung, ne? Die Max Stack gehört ja auch zu meinen absoluten Lieblingsmascaras. Und ja, das ist jetzt der Look in Vollendung. Und oh, mir gefällt es so gut. Das ging auch so, so einfach. Das sieht einfach toll aus. Kann ich nicht anders sagen, ne? Das ist schon echt voll mein Vibe jetzt gerade. Zumal ich heute einfach relativ bunt angezogen bin, dann ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn es im Gesicht dann einfach ein bisschen zurückhaltender ist. Also Glow und so habe ich ja trotzdem. Also heute habe ich echt einen guten Make-up-Day. Mal gucken, ob das bei den Lippen so weitergeht. Als Lipliner verwende ich hier von M. Asam in der Farbe Holiday Crush aus dem Adventskalender den Lipliner. Der ist in meinem Project Pen drin. Ein Lipliner macht halt so ein bisschen, dass du quasi nichts nach außen laufen hast, in Lippenfältchen rein und so, ne? Und dann verwende ich auf den Lippen in der Farbe 617 Velvet Teddy den Maximal Matte Lipstick. Ist jetzt relativ neu von MAC rausgekommen. Ich glaube, auf Social Media geht ja diese Farbe Sweet oder so total steil, weil das quasi all over verwendet wird. Ich verwende es jetzt einfach mal nur so auf den Lippen. Oha, der ist schön, aber pupstrocken. Schön, schön. Nee, der ist, ja, also wenn man den aufträgt, merkst du halt richtig, wie der so stockt, ne? Aber wenn die erste Schicht so runter ist und sich das halt so ein bisschen auch mit der Hautwärme angefreundet hat, dann wird das ein bisschen geschmeidiger. Ich mag die Farbe richtig gerne, auch zum Look. Das sieht richtig, richtig toll aus, Leute. Den könnte ich mir auch als Blush vorstellen. Doch, das kann man definitiv auch machen, ne? Aber ich habe es jetzt einfach mal nur so auf die Lippen gegeben und jetzt finalisieren wir das Spektakel hier. Also ich fühle mich pudelwohl gerade, wirklich mit dem Look und allem und das passt alles so gut zusammen und es sieht echt aus, als hätte ich das schon ein paar Mal gemacht, wa? Ich finde es großartig. Jetzt verwende ich aber noch ein Parfum, das hatte ich mir letztens gekauft von Yves Saint Laurent, das Libre.
Ne, ist so ein Klassiker-Duft, aber ich finde den sehr, sehr passend jetzt auch zu dem Look tatsächlich, weil ich finde den Look super edel und da passt dieser Duft sehr gut dazu. Der hat ein bisschen was, wenn man den zuallererst aufsprüht, von Haarspray, bin ich ehrlich, ne? Ja, erinnert mich tatsächlich daran. Und dann wird der aber sehr erwachsen und sehr, hat auch diese leicht süßliche Note mit dabei, aber nur so einen Hauch von. Vor allem aber diese florale und, ja, reife Note, positiv gesagt. Ne? Also so abends weggeh, richtig angenehm und elegant. Also das mag ich gerne. Das ist jetzt nicht so ein super spezieller Duft, muss ich sagen. Da gibt es definitiv auch andere Düfte, die vielleicht noch etwas mehr Pfiff mit dabei haben. Aber für mich ein toller Duft, wenn man den einfach so zu einem klassischen Look kombinieren möchte und ja, einfach etwas mehr Eleganz auch im Duft geben möchte. Und ja, das ist es nur gewesen. Also ich finde den Look richtig, ich feiere das. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch hier gefallen. Denkt gerne, wenn ihr möchtet, an die Verlosung und auch an Claudie Bell, dass ihr dort bei Lookfantastic gerne noch ein bisschen was sparen könnt. Ne? Und ja, das war's. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.